Willkommen zurück hier in The Elder Scrolls Online. Ja, und der Debo hat gerade eine... Der Debo. Hallo. Hi. Der Debo hat gerade eine schöne Anmerkung gemacht zwischen den Videos und sagte, ja, ist ein bisschen blöd, was bei den Videos so rauskommt, denn wir sind im Moment noch immer so ein bisschen damit befasst, rauszufinden, wie funktioniert das alles und erzählen gar nicht so viel dabei. Oder wir gucken uns die Landschaft an. Ich hoffe dennoch, dass es euch gut unterhält. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr dafür Verständnis habt. Ich erinnere mich da an meinen Guild Wars 2 Beta-Gameplay. Da hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich mich überhaupt nicht, genau wie hier, überhaupt nicht über das Spiel informiert habe. Und ja, dann gab es natürlich Spieler, die schon ewig unter Tage sich auf Guild Wars 2 gefreut haben. Und da musste ich mir aber einen anhören. Du hast voll keine Ahnung, da macht man sich doch mal vorher schlau. Wenn du das spielst, sieht das so aus, als wäre das Spiel total doof, etc. pp. Aber ich glaube, dass es für viele unserer Zuschauer gerade den Reiz ausmacht. Die kennen ja den Kanal und wissen, dass wir nichts können. Und sich das im Laufe des Spiels halt ändert, dass wir dem nichts können. Wie siehst du das denn, Demo? Ja, ne? Gut. Watch for undead. I'll disrupt the ward. Was mir aber schon mal auffällt bis jetzt, ist, dass die Quests sehr abwechslungsreich sind, muss man sagen. Ja, immer mit anderen Personen reden. Ja, es ist viel Text und es ist sehr story-driven, aber die Aufgaben, die wir haben, es ist nicht irgendwie so, hole 5 Wolfsschnauzen, hole 3 Seglerohren und so, ne? Halt. So, irgendwie, ja. Oh. Also AE-Effekte kann man deutlich sehen, oder war das einer von dir? Nee, diese roten Sachen auf dem Boden sind von den Gegnern. Ja, die droppen jetzt sogar 4 Gold. Ich habe gesehen, wenn man sich porten will, kostet es 32. Ist gar nicht mal so wenig. Oh, ich habe neue Stiefel bekommen. Wollen wir auch direkt mal anziehen. Geht nicht im Kampf. Hallo. Ah, ich wurde gesklaut. Drecksau. Was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass wenn man das mit Skyrim vergleicht, in Skyrim ist es ja so, du hast ein schönes Kampfsystem, das ja auch Das habe ich gar nicht gespielt. Was da denn? Das so ein bisschen die Physik berücksichtigt. Das heißt, du wirst ein bisschen zurückgeschlagen oder schlägst die Gegner so ein bisschen zurück. Und das hier ist so MMO-like irgendwie, habe ich den Eindruck. Du hast... Die Gegner stehen da, du stehst da, das ist... ich kann ja mal versuchen hier. Übrigens, hier ist dieser komische Tempel, ne? Und der sieht richtig cool aus. Jetzt wieder mit hoher Grafik einstellen. Würde ich sagen, also das ist richtig cool. Richtig cool. Und ihr seht auch da, dass dieses, ja, das ist ja auch ein Teil von Skyrim gewesen und auch von Oblivion, dass Fähigkeiten sich steigern durch Anwendung. So wie zum Beispiel gerade bei mir, habt ihr gesehen, die Verwendung der Rüstung, die ich trage, steigert sich. Und, ja, finde ich nicht schlecht. So hat man immer so einen kleinen... Weg nach vorne, ein bisschen Progression. Hast du irgendwie einen Zauberspruch Asche zu Asche oder so? Ähnlich. Oh, lass mich raten. Halte die Untoten fern. This ward won't keep us out for long. Wo sind sie denn? Ist ja Wochenende, vielleicht haben die frei. I have no doubt Aurelian can protect him.
Ah, man bekommt auch Fallschaden. Level up. Sollen wir da rein? Mal sehen. Müssen wir da rein? Das ging aber schnell, dass man da war. Geht das bei dir auch so schnell? Was meinst du mit da sein? Ich muss mal eben skillen. So, ich habe einen neuen Skill, den will ich mal testen. Was machen wir denn hier überhaupt? Journal of Brave Lutandis. Aha. The cycle of the two moons seems to be the key to dispersing the barrier. Das sieht aber auch, das ist alles sehr, sehr cool hier. Sieht alles sehr, sehr cool aus. Also ich habe schon wesentlich schlechter aussehende Spiele gesehen. Wo ist der Debo denn? Der guckt einfach nur. Was macht denn der? Der liest im Questlog, glaube ich. Ja, ich glaube, der liest im Questlog. Nein. Auf dem Skillzeug. Aha. Es ist mir vor lauter Schreck mein Kabel hier runtergefallen. Ah. So. Aua. Nein, nicht das Kabel. Achso, ich nehme an, auch nicht das Aua, oder? Nein, das Blitzaua. So. Ist es denn jetzt bei dir auch angegangen hier und grün geworden? Was ist bei mir angegangen und grün geworden? Ich versuche mal hier. Ist er hier grün schon? Das ist jetzt grün und jetzt ist... Aua! The cycle of the two moons seems to be the key to dispersing the barrier. The cycle of the two moons. So. Oh ne, Reihenfolge finden. Ach, da sind die. Hier. Grün. Wo sind die Reihenfolgen? Gar kein Mond. Beide Halbmond. Beide Vollmond. Beide Viertelmond. Also gar kein Mond ist das erste. Ja. Dann halb. Hä? Wieso ist das falsch? Nochmal. Gar kein Mond drücken. Ja, und jetzt ist da gar kein Mond an. Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Beide halb ist der dritte übrigens, ne? Ah! Beide halb. Beide voll. Und dann halb mit... Ah, jetzt hast du für mich die Barriere tot gemacht. Das haben wir zusammen gemacht. Ja, das ging jetzt wenigstens. Das haben wir zusammen gemacht, ja. Also es ist sehr verwirrend, wenn es einheitlich wäre. When we entered the temple, that skeleton dominion relied. Thank you. Bist du rein? Ja, ne? Wow. On that pedestal. Wait, that's Rorellian. What's he doing up there? Ears that large. Why? I never mind. Wo bist du überhaupt? Ich muss ja eben mit ihm sprechen. So, was will er? Sieht aber richtig cool aus hier. Wie, und jetzt, ja, da. Hatte ich schon mal gehört, dass das hier richtig cool aussieht? Wir sollen doch die beschützen. Das tun wir doch. Nee, du machst, Sightseeing. Ja. Wenn das keiner macht, dann hat's keiner gemacht, Debo. Hä? Hä? Was? 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 Also immer wenn die sagt,
pass auf die Untoten auf, heißt das so viel wie, es passiert überhaupt nichts. Bis auf, dass hier gerade Untote kamen, aber... Ja, aber nicht da, wo sie ist. Es ist ja auch eine Frau, die hat keine Logik. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Also ich glaube ja, dass die von jedem Haufen einmal kommen, ne? Also was mir bis jetzt so aufgefallen ist, kann man schon mal so als Feedback oder als Zwischenfazit ziehen. Es ist alles sehr, sehr verwirrend, aber das Kämpfen ist halt vollkommen lapidar. Also das ist natürlich auch erst die ersten Level, aber irgendwie kann man da noch, wie soll ich sagen, da ist noch Platz nach oben, würde ich mal sagen. Tja. Die haben schon wieder einen Haufen gefunden. Einen noch wahrscheinlich da hinten, ne? Den denke ich auch mal, ja. Haben sie extra eine Brücke dafür gebaut, dass man hier rüberlaufen kann. Ist ja nett. Das ist ja bestimmt eine schöne Aussicht, wenn man hier jetzt aus der Instanz rausspringt. Oder auch nicht. Haben sie mal ein bisschen gespart, haben sie einfach mal nichts weiter drunter gemacht. Du hast aber auch nichts gemacht und bist außer Atem, oder was? Das ist ja auch wirklich eine Troller hier, du. Trinkt die was? Ist ja schlecht. Muss die brechen? Nee, ich glaube, die trinkt den See. Ja, dann ist ja gleich trocken, du, hä? Collect Journal, ach so, das könnte jetzt da oben liegen, ne? Jetzt, wo wir den Typen vertrieben haben. Stay back. Wow! Er hat Kopfweh. Ja, kein Wunder, wenn da ein Blitz rauskommt. Silence, none command, Aldo. Silence, I kill you. You know, mess. Ach nee, das darf man nicht. Das Spiel gibt's nicht. Mm-mm. Na, wo ist er? Ja, willkommen in meinem Abendgemächern. Ach nee, doch nicht. Was ist das denn da? Flugsaurier? Eine große Fledermaus. Schon wieder ein großes Bett. Schon wieder eine neue, sogar mit Tränke hier, die werden sogar gefüttert. Guck, schön. Boah. Das ist aber auch richtig, das sieht aber auch, das, da kann man ja nicht, das ist ja. Uldor, I command you by the tears of the two moons, return to your prison. Er steht neben sich. You're Gathwin's ally, yes? Please disable these traps so she can make it to us safely. Hat die jetzt angestellt, oder was? Despite all my knowledge. What? Uldor's only my pride. Uldor was the morning star. These gems focus the morning star. The centipede. No, no. So, das könnt ihr natürlich alles machen, wenn ihr selber spielt. Wobei man sagen muss, ja, wie gesagt, es ist sehr storylastig und jetzt. Was, I'm ready. Only my pride. Uldor was the morning star. These gems focus the morning stones. I know what you're planning. I won't let you throw your life away. Oh, town portal. Warelian's plan is to let Uldor. Warelian is please. Help me convince Warelian. Na, dann geh ich mal da oben hoch, wa? Ich habe hier immer noch Connect Journal of Bravem, bla. Hast du das abgeschlossen? Ich weiß nicht, ich bin hier in die Tomp gegangen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du da weitergehen musst? Weil ich zu ihr gesagt habe, ich bin Rettich. Aha.
Wir sind nicht auf demselben Stand. Zurück. Bist du jetzt da rein? Ich bin jetzt da rein, ja. Und ob wir beide noch irgendwann gleichzeitig reinkommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Sag tschüss, Debo. Tschüss.